Ja, weiter geht's mit den Zahlen, mit der Zahlenmagie, mit der 3. Und dann nehmen wir, zücken wir erstmal hier unseren Lebensbaum und da sehen wir hier oben Bina, das ist die 3 und sie ist dem Saturn zugeordnet. Ja? Saturn, sollte ich vielleicht auch erstmal ein paar Worte dazu verlieren, ist natürlich dieser alte Göttervater oder man müsste eigentlich schon fast sagen Götteropa ein bisschen. Ja? Er ist mit Kronos verwandt, das ist die Zeit. Der Ablauf der Zeit, wir kennen ja das Wort Chronograph für bestimmte Uhren, ja. Und da steckt es auch mit drin. Also dieser Ablauf der Zeit. Und Saturn hat, wie alle Planeten, zu denen wir jetzt auch noch kommen werden, Plus- und Minuspole, ja. Er ist natürlich der Bewahrer. Also so Sachen wie Bibliotheken gehören zum Saturn. Wissen, das gesammelt wird. Ja, auch Geschichtsschreibung ist zum Beispiel so ein ganz typischer Punkt für Saturn. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch seine Minuspunkte und das sind, ja, wenn es dann zu fest wird, ja, also die Verknöcherung zum Beispiel, dieses, übrigens gehören auch die Knochen direkt zu ihm, also so ist es nicht. Aber auch dieses, das werden wir noch bei den Karten auch sehen, dieses sich verfestigen, zu fest werden, dann starr werden, sie nicht mehr in Bewegung sein, das alles, das gehört halt auch zum Saturn, ja. Also es hat alles sein Plus und sein Minus. Es gibt nie Dinge, die nur gut sind oder nur schlecht sind, ja. Gut, ja, die 3 gehört also zum Saturn, das haben wir schon mal gemerkt. Aber das ist natürlich nicht immer negativ. Und hier haben wir es auch im Crowley-Deck. Ich mache das, oder nee, machen wir es mal simultan. Ja, also hier die Stäbe, so rum. Wenn die sich in dieser Saturnsphäre quasi befinden, das Element Feuer, ja, Stäbe, dann blüht das richtig auf. Dann kriegt das Feuer eine Art Form, eine Struktur. Struktur ist auch so ein typisches Saturnwort. Ja. Und das Ganze gedeiht ganz wunderbar. Ja. Hier ist es ganz ähnlich und hier sieht man es eigentlich auch mal ganz schön abgebildet, was gemeint ist, ja. Saturn, dieser feste Boden, auf dem die Person steht, also auch die Erde, all diese Dinge gehören zum Saturn, dieses feste, greifbare, ja. Das ist also was ganz Reales. Die Karte ist der zwei der Stäbe übrigens sehr ähnlich, ja. Wenn man die beide mal nebeneinander legt, dann denkt man manchmal, Mensch, wo ist denn hier der Unterschied? Aber hier ist halt das Hauptgewicht auf diesem festen Boden, auf dem die Person steht, ja. Das ist also Ordnung und Struktur, die da reinkommt. Auf einer anderen Deutungsebene wird natürlich aus 2 dann auch 3. Also das ist so diese, die 3 ist ja eine unfassbar bedeutungsschwangere Zahl, anders kann man es nicht sagen. Ja. Das kennt man vom Christlichen, das kennt man aber auch aus der modernen Göttinnenspiritualität und so weiter. Und natürlich aus der Volksmagie. Also da ist die 3 die Zahl schlechthin, die wichtigste Zahl. Man hat das in vielen Märchen, da wurde es überliefert zum Beispiel. Ja. Also das ist unheimlich viel, was dahinter steht auch. Ich mache es hier halt im klassischen System, aber wenn ihr euch noch für andere Dinge, wie zum Beispiel Volksmagie und so weiter interessiert, dann surft einfach mal ein bisschen rum, da finden sich auf jeden Fall noch Infos dazu. Gut, also auch im Element Wasser, um hier mal weiterzumachen, zeigt sich der Saturn Einfluss in seinem stabilisierenden Einfluss. Ja, das ist der positive Saturn. Hier ist Feste und Feiern angesagt, das hatten wir auch schon bei den Kartenbeschreibungen. Also einfach das Gefühl kriegt eine gewisse Festigkeit, eine Struktur. Und gerade im Element Wasser bekommt das immer ganz gut. Wir kennen das ja auch von unseren Gefühlen an und für sich. Die sind wechselhaft, die sind schwankend und hier bekommen sie sozusagen ein festes Gefäß. Ja, hier auch sehr schön, die überfließenden Kelche, alles ist wunderbar, ja. Aber nicht jedes Element fühlt sich mit diesem Saturn-Einfluss wohl. Also gerade hier so rum, unser Herzchen hier, das ist eine der bekanntesten Tarotkarten und ich kenne niemanden, der sie mögen würde. Aber so ist es eben, ja. Auch hier ist es sehr drastisch dargestellt, hier auch mit der astrologischen Zuordnung, die man bei Crowley findet. Saturn in Waage ist hier ganz klein auf der Karte. Oben das Saturnzeichen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Und hier unten die Waage unter dem Schwertgriff. Ganz klein das Symbol noch dazu. Und das zeigt natürlich auch an, worum es geht. Also wenn der Saturn dieses feste Prinzip, dieses starre, aber auch bewahrende Prinzip, wie wir es schon hatten, es ist beides, auf dieses flüchtige und fluffige Element Luft trifft, das passt natürlich nicht gut zusammen. Und sehr oft hat man es auch in der Praxis, dass die Gedanken einfach festgefahren sind, dann dreht man sich im Kreis. Also das Element Luft verträgt sich nicht gut mit dieser Saturnkraft. Ja? Beim Element Erde ist natürlich alles wieder supi. Da ist die Symbolik auch recht ähnlich, ja, man sieht es. Also
wenn er hier mal guckt, die Form und hier oben auf der Karte diese drei Rädchen, die sich drehen, das ist sich schon recht ähnlich. Und ja, so ist es auch einfach. Also es ist im Element Erde, für das die Münzen ja stehen, fühlt sich der Saturn natürlich sauwohl. Das ist sein Element, da ist er an der richtigen Stelle, ja. Gut, also das nochmal zur 3. Nochmal zusammenfassend, es ist in dem System, was wir hier haben, einfach die Zahl des Saturn, des Festen, der Verfestigung, des Soliden, des Dauerhaften, aber im Negativen eben auch des Verknöcherten. Nur so ein bisschen, wo man sich so sagt, Mensch, da könnte auch mal ein frischer Wind wehen. Aber das ist halt immer so, und da sind wir schon fast wieder bei den Polaritäten, die wir bei der 2 hatten. Ja, jedes Ding hat halt seine zwei Seiten und meistens sind es sogar noch ein bisschen mehr als nur zwei. Okay, dann machen wir mit der 4 weiter.